falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Und falls ihr wirklich nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir eine Glocke da. Alter, jetzt kommen wir her. Wie alle jetzt da sind und gucken. Voll die Schaulustigen, Alter. Jetzt komm mal hoch. Immer holen. Hammer. Ich hab mal angestupst. Ja. Geil. Egal. Ab auf dem Platz, ey. Du hast Hausarrest. Juckt dir nicht. Ich glaub, ich muss da einen Zaun machen oder sowas. Wer hat diesen See nochmal gemacht? Wer hat diesen komischen See nochmal gemacht? Soll ich eigentlich machen? Rocky ist, dein, ist eigentlich dein Unterwasser- oder dein Unterwasserbasisprojekt schon vorangeschritten? Nö, ich war viel zu sehr mit dem Survival Arena beschäftigt. Was für Survival Arena? Boah. Wirst du sehen. Am Ende dieser Folge wieder oder was? Nee, die ist nicht fertig. Weil da war die Unterwasserbasis auch nicht. Was ist wieder ein Baum? Ja, was, wieso Bauwerke mobben? Achso, Justin oder was? Wegen, achso, wegen deinem See. Nee, nee. Ich frag nur, wer den gebaut hat. Es ist sehr gut, aber sieht scheiße aus. Oder wie sowas warst du damals? Ja. Ja, so ungefähr habe ich es formuliert, ja. Ist nützlich. Ja. Okay, du hast eine Sache vergessen auf deiner Farm. Und zwar Kakteen. Kakteen? Auch keine Mensch. Kakteen. Doch, für auch, grüne Farbe. Auch, und kann man auch und zum Fallen also, bauen. Die musst du auch noch da machen. Nee. Junge! Ich bin da ja nicht. Also. Überhaupt dran? Komm, putze mal schneller hier. Mein Hundi. Aber was Besonderes. Hast du den Namen gegeben? Nee, ne? Nein. The lame. Aber der Hund von meiner Freundin hat einen Namen. Und der hat ihn noch gekillt. Ja. Das war aber ja der meinen Hund gekillt hat. Kira. Hunde? Namen mit Hunde sind stärker. Nehmt Hunde. Hunde mit Namen, ja. Namen mit Hunden? Mhm. Namen mit Hunden, Alter. Machen Katzen deine Felder kaputt? Wenn die springen, ja. Sollte ich lieber nicht mitnehmen. Nee. Was sagst du vor Creepern? Du kannst im Tag ist. Du kannst. Ich dachte, ich lass die einfach mal so hinter mir herlaufen. Du kannst in einem Ding um dein Feld rumstellen. Dann kommen da keine Creeper mehr drauf. Aber wir haben sogar Kackpusse. Für die Allianz. Für die Horde. Nein, ich habe Allianzbild in meinem Haus hängen. Das ich mir einfach. Obwohl ich sagen muss, das Hordlerbild sieht geiler aus. Ja, ganz ehrlich. Ich finde das Kataklysmenbild sieht geiler aus. Nee, also das Hordlerbild hat schon was. Ja, weil das Allianz ist halt so, weiß nicht, so. Standard. So. Standard wow, ist, ernsthaft. Ja. Mein WoW-Stream-Ankündigungsding hat einen Kataklysmendrachen als Bild. Todesschwung, ne? Ja. Den lege ich solo, ey. Ja, gut, den habe ich schon dreimal so gemacht, mein. Ach, ich finde sein System ist scheiße mit Rücken da. Ja, der vor allem ist gar nicht langwierig oder so. Ja. Nicht hinsetzen. Musst du da diese komischen Würmer da reinziehen, was weiß ich. Also richtig kacke einfach nur. Ja. Aber weil der halt so riesig ist, glaube ich, konnten die da nicht normalen Kampf draus machen. Nee. Das hätte sich auch gar nicht gelohnt, also fetten Mod, einen fetten Mob. Und dann nur so einen normalen Low-Kampf. Ja, hättest du, weiß nicht, erst sein Bein angreifen müssen. Jetzt gab's ja schon oft genug. Ja. Ey, das ist so scheiße Buggy, Alter, fick dich doch. Mit dem Ehenboss da in Feuerlande. Ja, genau. Das ist ja auch so gemacht. Dieser Riese da, dieser komische linkes Bein, rechtes Bein. Gedöns. Immer für den Erfolg immer aufs rechte Bein. Immer auch rechts. Ja.
Wir sind immer rechts, dann kann dir nichts passieren. Mir fehlt da bei Feuerlangen noch ein Erfolg, dann würde ich so einen Reiter kriegen. Ja, der ist es, der Knie vor der Flamme Erfolg? Genau, genau der. Ist so scheiße. Der richtig, dafür brauchst du, weiß nicht, vier Leute oder sechs. So. Sechs Leute. Drei genau. Pro Kugel. Richtig behindert, dieser Scheiß. Mal. Oh, Alter. FPS, geh mal. Krieg dich mal ein hier. Ich habe jetzt 34. Ich habe, ja, 34. Das 25 die ganze Zeit. Ja, du nimmst ja mit Fraps auf. Ja. Ich auch. Ja. So, wir nähern uns ach, dem Kacke. Fünften Part. Oh, yeah. Also wir krass, haben... und ich wollte meinen mein Keller noch machen. Witzig. Warum hast du noch eine Stunde Zeit? Ja, fällt so lange nicht fertig. Buraki. Na, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich bräuchte dann nur für das Aussehen vom Turm, müsstest du dann halt cheaten. Weil ich will diesen komischen Strahl machen da. Biegen? Diesen, ich weiß nicht wie das heißt, da braucht man 9 Diamantblöcke unten. Leuchtfeuer. Ein Beacon, ja. Das geht aber nur nach oben. Ja, ja, ja. Ja. Und den brauche ich halt genau auf der Spitze vom Turm. Nur für ja, aber so dass der Verbesserungseffekt sich nicht aktiviert. Also, ja, was dann brauchst du einfach nur einen Beacon. Nee, und eine 3x3 Fläche drunter. Einen einzelnen. Und eine 3x3 Fläche drunter, fertig. Ja, das habe ich schon. Habe ich schon jetzt. Haben wir schon, war nicht hier, aber... Haben wir schon wieder geklatscht? Nein. Warum nicht? Das würde man erstmal ganz fett ankündigen, Alter. Was ist ein Wither? Der Boss vom Nether. Genau. Also, naja, doch, ja. Ist das nicht der Drache, der Nether-Drache? Nee, das ist der Endboss. Ende. Der Endboss. Endboss. Ja, der Wither wird auch noch sein Comeback in der Survival Arena haben. Ich hab den Wither noch nie im Classic Minecraft gemacht, ne? Ich hab den immer nur mit Mods gemacht. Ich hab den bis jetzt nur einfach nur so heraufbeschworen, einmal just for fun. Weil ich weiß, nicht, ich weiß gar aussieht. Nicht, wie soll man den denn klatschen, wenn er immer die ganze Zeit in Richtung Orbit hochfliegt? Nee, der fliegt ja nicht unendlich hoch, der fliegt nur 2-3 Blöcke hoch. Nee, bei mir fliegt nein. Der immer bis in Unendlichkeit noch viel weiter nach oben. Unendlichkeit. Auch in dieser Version? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er das bei mir bis jetzt immer gemacht. Trollen? Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie ein ultra schlechter Innendesigner für Häuser. Also ich kann den Umriss bauen, aber innen drinne. Ich weiß nicht, was mit Funktion. Ich bin halt einer, der baut Sachen mit Funktion und nicht Sachen mit, die gut aussehen. Kannst du so aus volle Teppich machen, einen Zaun und da und drüber dann so eine einfache Druckplatte. Na, wie ein Tisch, halt. Tisch halt. Also ich weiß, wie die ganzen Deko-Sachen aussehen, aber ich weiß nicht, wie sie zu benutzen sind. Damit es scheiße aussieht. Kannst du in den Nether gehen? Kannst du in eine Nether-Festung da gehen? Ich baue den Blitzspawner. Haben wir einen Blitzspawner? Ein was spawn? Ein Ding. Ach, ein Blitz ist ja was anderes, eine Lohe. Lohnspawner? Haben wir sowas? Bei unserer Nether-Festung hier nicht, aber bei der anderen. Woanders. Teleporter kann ich jetzt sowieso bauen. Also wenn jemand Bock hat, da Fett Nether Action zu machen. Ich kann Fett Nether in Nether Action machen. Kann einen Kurs umbauen. Gasproof und Menschenproof. Dass man ja, die Lohnspawner muss man sowieso abdecken. Ne, dass da keine Gas reinschießen können. Ja, das also, die Lohn fliegen ja teilweise auch mal über die Lava rüber. Ich hab Plünder. Dafür sollte ich mir. Wert. Ich hab mich auch. Okay. Dann alle. Dafür müsste ich mir aber Pfeile mitnehmen und Bogen und... Blup. Weißt du, wo die Festung ist ungefähr, bei welchen Koordinaten? Ja, da muss ich porten, die ist über 2000 Blöcke weg. Cheater. Bin ich jetzt zufällig drauf gestoßen, als ich über 1024 Blöcke entfernt ein weiteres Portal in der Welt gebaut habe. Ja, ich glaube, 5 Blöcke im Nether sind 50 Blöcke in der realen Welt.
Das war entweder mal 10 oder mal 100. In der realen Welt. Ja. In der Overworld. In real life. In real life, genau. Real life, Alter. Ich weiß noch, wo ich am Anfang gesagt habe, im real life den Typen, den man immer guckt, in real life zu sehen, zu hören. In der ersten Folge, wo ich dabei war. Kannst du dich da nur drin erinnern, Buraki? Der was war? Wo ich das erste Mal dabei war, habe ich ja gesagt, den Typen, den man immer guckt, in real life zu hören. Und dann so, wenn du sagst, Skype ist real life? Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? So lange ist es noch gar nicht her. Was war denn gestern für ein Tag? Wie sieht doch nicht. Der 24.03.2017. Ja, wir müssen für Roboter noch ein Geburtstagsständchen halten. Ja, los jetzt sofort. Warte, wie kann ich machen? Warte. Ach nee, das hört ihr dann nicht, ne? Wie kann ich machen, dass bei TeamSpeak der Sound von Chrome gedingst wird? Boah, da fragst du den falschen, glaube ich, keine Ahnung. Sofort, dass hier Forest Biom ist. Und da vorne mutieren Plane Biom. Schnee, Regen. Boah, bei mir schneit's gerade richtig schön. Nein, Schnee, komm zurück. Verlass mich nicht. Das sah gerade richtig schön aus, ey. Richtig schön so. Richtig schön scheiße. Ah, meine Kleidung, was ist los? Hab ich gerade eine Fledermaus gehört? Was? Nee. Das ist Einbildung. Mausfleder? Fledermaus. Ledermaus. Ledermaus. Das ist so, irgendein Typ aus meiner Klasse hat mal gesagt zu Schmetterling, Schmetterkopter oder so. Der Schmetterling? Also der wollte eine Kreuzung aus Helikopter und Schmetterling machen. Ja, sein Leben ist auch schon zerstört, Alter, von der PS4. Der hat keine PlayStation. Kennt ihr den Zerschmetterling? Kennt ihr den? Irgendwann habe ich mir was aufgeschnappt davon, ich habe echt keine Ahnung gerade. Weil im Gronk Minecraft Let's Play, da hat er ja so einen NPC-Stab. Ach so, ja, der greift ja die Gegner da an irgendwie. Da hat er so einen Schmetterling gemacht und den hat er dann Zerschmetterling genannt. Weil er da auf aggressiv gestellt wurde. Kennt ihr den Roffelcopter? Roffelcopter? Ja, es gibt einen Mob, das heißt so in irgendeinem Modpack. Minecraft, glaube ich. Was macht der dann? Minecraft? Das ist ein Creeper, eine Schlange mit ganz vielen Creeper-Köpfen. Und wenn die zu dir kommt, dann sprengt die sich in die Luft. Also die fliegt dann die ganze Zeit in die Luft, während die bei dir ist. Also du bist tot, sagen wir es mal so. Geil! Oha, brutal, ey. Er tanzt da rum, Justin. Lieber? Jupp. Justin voll in Action. Ja. Ja, muss man offscreen echt nochmal scheiß Kies sammeln, das ist unglaublich. Kies? Also. Asche sammeln? Kies sammeln, aka Creative. Ne? Wofür gibt's denn so einen Creative-Modus? Wo findet man Kies unter der Erde, oder? Über der Erde, unter der Erde. Alter! Man kann ihn eigentlich was überall. Was ist denn finden. Das für ein Scheiß? Hier ist irgendwo so ein scheiß Block, der noch unsichtbar ist. Oh. Muss einfach mal reloggen, dann taucht er wieder auf. Wie unsichtbar. Ja, Zähler von Minecraft. Siehst du denn nicht, dass hier irgendwo noch ein Block ist? Bei mir ist da nirgendwo was. Warum lauf mal hier lang so? Ich bin hier gerade irgendwie festgebackt. Bei mir ist hier alles, also hier ist nichts mehr. Komisch. Ist alles WEG. Kann ich dir helfen? Ich hab ohne Hacke bei. Guck mal, richtig Langeweile hat der Typ. That's right. Bist du schon fertig mit deinem Berghaus oder was? Ich wüsste ja nicht, was ich da bauen soll. Weil ihr habt ja noch eine zweite Etage angefangen, oder nicht? Ich hab da eine zweite Etage hingebaut, ja. Und da willst du nichts hinmachen? Die ist fertig. Da ist zwar nichts drin, aber die ist fertig. Also einfach so. Die existiert. Die kann dann. Wenn es die Map zum Download gibt, können die Zuschauer dann da was reinbauen.
Stimmt, Rocket, ist die eigentlich zum Download freigegeben? Klar, irgendwann. Cool. Oh, Alter, Alter. Oh. So, ich habe mal den Rest zu Ende gemacht, ne? Kann so eine, sagen wir mal, du machst hier eine Melone hin. Ja. Kann die Melone dann hier hinwachsen? Nee, da muss Erde hin. Also wenn da Erde ist, ja. Achso, dann ist das ist ja gut. Die können aber auch hier hinwachsen. Wenn da das kein. Sollen sie, das sollen sie ja. Da muss ein ausgewachsen, also wenn dann, wenn sie hier nicht hinwachsen sollen, muss da ein ausgewachsener Melonending stehen. So. Die sollen dann alle schön in Mitte wachsen. Bam, 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 bam. Dann würde man rein theoretisch so machen. Jetzt können sie gar nicht mehr wachsen. Na doch, ich habe das nur gemacht, dass die Erde wieder entfarmt wird. Ja, jetzt wachsen sie ja gar nicht mehr momentan. Na doch, die wachsen auf Erde. Deswegen habe ich das ja gemacht. Die wachsen jetzt auf Kies oder was? Nee, die wachsen, das ist Erde, Mann. Rocky, mach mal deine Augen auf, ey. Was ja, aber ist doch scheiße, das ist doch scheißegal. Das ist scheißegal, aber die wachsen, das wird dann nach sowieso wieder entfarmt, wenn die Melonen da draufstehen. Also wenn wollen sie, ja mal sehen. Wenn sie hier, wenn sie Melonen in der Mitte stehen. Kratz, kratz. Was? Da habe ich nicht mehr genug Melonsamen, scheiße. Sag mal, du hast doch bestimmt Milliarden von Melonen, oder? Ja, warte, muss ich mal kurz mit nach Hause, ich geh ein paar holen. Jetzt weißt du ja, was du zu tun hast. Achso, soll ich noch Kürbisse mitbringen? Ja, klar, genau. Kürbisse auch noch, alles was du hast. Ich weiß auch, wenn ich keine habe, weiß ich, wo Kürbisse stehen. Kürbisse? Irgendwo am Ende des Sumpfs standen welche. Ja, im Dschungel waren auch ein paar. Ja, im Dschungel gibt es ja auch Melonen. Nee, das war Wassermelonen. Ich muss sagen, im Dschungel gibt es jetzt auch so Melonen seit neuem. Oh, was heißt seit neuem? Das habe ich irgendwann mal in der Pocket Edition rausgefunden, dass es Melonen im Dschungel gibt. Pocket Edition? Hast du das auch auf dem Handy, Minecraft? Ja, als APK. Also, kann das sein, dass es voll die übelste Billigversion ist? Das ist die mega Billigversion, ja. Weil die irgendwie nur Version 1.1 ist oder 0.1 noch was. Also es ist eine vollwertige Installation, aber halt scheiße. Also man hat alles, was man hier hat, aber in Scheiße. Aber in Scheiße. Ist das nicht auch so bei Konsolen Minecraft-Spielen? Ist auch scheiße. Ja, das wird ist mal fast vollwertig. Bis es geupdatet wird. Ja, ist fast vollwertig. Fast. Weil da ist doch eine Begrenzung der Map, oder nicht? Ja, hier auch. Ja, hier auch. Hä? Ich dachte, das geht unendlich. Nee, 30 Millionen. 30 Millionen ist genau, Maximum. Genau, da ist dann die Weltengrenze. Wir können dich ja mal online, dahin porten. Ne? So, wenn man offline Minecraft spielt, ist das auch 30 Millionen. Ja. Ja, 30 Millionen ist aber trotzdem eine Menge. Ja, fast schier unmöglich. Du kannst da hinlaufen, dauert ungefähr 2 Jahre. Oder sich hinporten, dauert eine Sekunde. Ist dann einfach eine Wand da oder wie? Ja. Nee, das wird als so ein. Ist so ein blauer leuchtender. Hellblauer Laserzaun, der sich auch animiert ist. Ja. Oh. Was man meistens bei Varo sieht, oder was? Ja, oder bei hier Captive. Okay. Hab ich erst vor kurzem nachgelesen. Damals hieß es ja ferne Länder einfach nur, ne? Das gibt's auch. Als es die noch nicht gab. Nee, die fernen Länder gibt's immer noch. Die sind vor der, die sind kurz davor, die fernen Länder. Ach so, die sehen übelst geil aus, finde ich. Ja, das ferne stimmt. Ferne Länder? Ist das ein Biom? Ja. Kann man so sehen. Da war doch, glaube ich, gar nichts, außer manchmal so ein Wassertümpel war da doch, ne? Oder so kleine Höhlen. Aber das sind auch so riesen Steine, riesen Felsen und sowas? Ja, das war. Berge? Man müsste rein theoretisch mal da anfangen. Ja, du fängst immer so in der Mitte der Welt an, so meistens, ne? Ja, immer bei. Dein Spawn ist normalerweise 0-0. Aber das ist meistens auch nicht so. Es sollte so sein. Ich kann sagen, läuft da hinten rum. Achso. Also, es war mal so geplant, dass dein Spawn 0-0 ist. Ja, jetzt ist mal überlegen. Ah, die Welt ist ja immer random, ne? Ja. Also, es ist die Wahrscheinlichkeit ist 0 zu unendlich, dass die Welt gleich ist. Also 0 zu n Quadrat. N unterstrich 0. Also, ich meine, wie viele Melonenkerne brauchst du so? Alles. Hau raus die Scheiße. Warte, mache ich. Hau raus den Mist. Den Kuhmist? Irgendwas mal wegwerfen. Also hier ist mein Inventar voll. Hier hast du 48 Melonenkerne und hier 48 Kürbiskerne. 48 nur?
Warte, hier ist nochmal 6 Melonenkerne. Brauchst du die oder was? Was? Brauchst du die Melonendinger? Nee, nee. Die Melonen, die stehen da. Also, die stehen in meiner Farm. Aber es ist halt auch nur eine Farm. Du hast auch so eine vollautomatische Melonenfarm. Das reicht nur für 48 Dinger aus? Die ist halt noch nicht vollwertig, ne? Also, da, ich habe ja gesagt, wir hatten noch Slime Bolts gefühlt und ich habe noch nicht zu Ende gebaut. Da fehlt noch die, kommt, da fehlt noch die zweite Seite. Alter, 15 FPS. Alter, was ist los mit dir? Weiß nicht. Was ist los bei dir? Warte mal, ich guck mal jetzt so Richtung Meer. 30, 40 FPS. Ich guck mal Richtung Turm. 1 FPS. Ich weiß nicht, was ich hier wegwerfen soll. 15 FPS. Was, wir mussten wegwerfen? Boah, Platz im Inventar. Einfach nur. Müll mich voll, warte, ich stell mich bereit. Nö, nö, ich hab jetzt eigentlich so gut wie nichts mehr. Den Rest brauche ich eigentlich alles. Okay. Okay, falsche Richtung. Ich könnte dir ein Auto, ich könnte dir den Autofarmer spielen. Da muss ich aber mein Minecraft, muss ich ja mal kurz mein Minecraft neu starten. Alter, von hier sieht das echt krass aus. Ja, geil. Es ist wie bei Mists of Pandaria, die großen Felder. Darunter kann er sich jetzt nichts vorstellen. Nee. Sabba, was? Nein. Oh, oh. Sowas wie, auf, Angst, so wie auf der schwimmenden Insel oder im Jadewald. Hat hier nicht irgendwo eine Werkbank? Ach ja, da. Du hast ein paar, ja, du hast ein paar Werkbänke, oder nicht? Oh yeah, Alter. Gestorben? Ich hab noch Gasmuster oder was? Ne, ich bin wieder runtergeschwommen. Ne. Ich glaube, wenn ich jetzt runter, also vom Boden geklatscht wäre, dann wäre ich wirklich tot gewesen. Rote Beete sieht jetzt irgendwie aus wie Radieschen, so ein bisschen. Ich war Radieschen, ja, mit stimmt. Salz, ja, richtig geil. Ja, Radieschen fresse ich so, aber ohne Salz. Ah, mit Salz, ey, noch besser. Ich hab hier Weintrauben noch neben mir stehen, fällt mir gerade auf. Roten oder grün? Ja. Mit Kern? Ohne. Ist das nicht genau dasselbe? Merkt man die Kerne überhaupt? Ich finde das irgendwie eklig. Ich finde voll eklig, die Kerne. So Sachen ohne Kerne, das ist für mich voll so Genmanipulation. Falsche Früchte oder sowas. Wassermelonen kann man auch in eine Tour rein fressen. Ja, Wassermelonen, ja, die können ich mir hinterschieben, du. Ist ja auch so. Oh, ich hab sogar noch Eis im Gefrierschrank, Alter. Ist so Fitching, ne? Mir fallen jetzt erst die ganzen Sachen ein, die ich eigentlich habe. Eis habe ich auch noch, jede Menge. Das Eis ist heiß, habe ich gehört. Ja. Unter den richtigen Umständen ist es heiß. Im Vakuum, nee, auf dem Berg ist heiß, Eis. Ist Eis heiß. Ja, jetzt kommst du nicht mehr raus. Eis heiß. Sprachfehler. So, können wir nochmal die Melonen weiterkloppen? Error detected. So, Zeit wieder Schafe zu rasieren hier. Sind alles wieder schon nachgewachsen. Soll ich oben anfangen? Ja. Nee, das macht mir Spaß hier, das. Die Saat aus ernten, werfen. Dingsen. Rechtsklick gedrückt halten, macht Spaß. Wenn du jetzt Spaß. So überlegst, damals die alte Minecraft-Session, welche Welt findest du besser, die von damals oder die hier? Da bleibt er stehen, die alte Welt war von der Oberwelt, glaube ich, besser so ein bisschen. Meinst du Neta oder Oberwelt? Die Oberwelt. Oberwahn. Obwohl, es nimmt sich eigentlich nichts. Und was hast du so? Ich müsste noch die Kathedrale aus Ocarina of Times nachbauen. Warte mal, ich muss jetzt überlegen, was hatten wir denn damals? Das Haus da, was ich da in den Bäumen im Dschungel hatte. Ups. Du hattest dann da dieses komische Feld mit Buraki Junior im Haus. Ein super episches Haus, da, meinst du? Ja, wo im, unter dem Boden noch Wasser war. So. Hatte ich nie Bock weiterzubauen. Ja. Und um dein Haus rum war da noch so Weizenfelder und sowas. Also ich glaube, die Welt finde ich schöner jetzt. Weil wir hier mehr Sachen gemacht haben, so weißt du, alles verbunden. Dein Turm, mein Haus. Ja, die Berge. Obwohl wir immer noch am Anfang sind eigentlich. Ja. Wobei, Anfang kann man es ja nicht sagen. Wir haben schon Dia-Rüstung, alles. Ja, aber wenig Bauten.
Ja, aber schau mal hinten. Beleuchtung kommt jetzt, dein Turm ist ja auch schon fast fertig. Die Berghütte von Justin da ist auch. Weiß nicht, ist von außen ist sie fertig. Von außen ist sie fertig. Ja, von außen ist sie fertig. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich sie von innen bauen soll. Ich muss mir einen Innenarchitekt dazu holen. Ja. Vielleicht kann dir der Wolfe noch sagen, wie du das machen sollst. Du, ihr habt doch immer noch eure Liste da stehen von Wolf, wer was zu tun hat. Da steht aber nichts von Innenrichtung oder so. Eine kann ich noch. Ne, zwei. Oh, da geht noch eine. So, da sind wir wieder. Kürbisse. Hast du. Pumpkins. Baller ich da hin. So, jetzt kommt die Frage. Überhaupt ein Chinese nicht. So, da kann jetzt jedes einzelne fertig brutzeln. Doch, da ist auch ein Vieh. Das ist ein Vieh, was? Ist da ein Vieh? Ja, da bewegt sich irgendwas. Da bewegt sich irgendwas. Da ist etwas im Busch. Das Problem bei so Böses im Busch. Türmen, da, ich glaube, das Problem bei so richtig hohen Türmen ist, dass einfach der Weg nach oben einfach so fucking lang und scheiße, langweilig ist. Doch, du könntest ein Bootaufzug bauen, einen Minecart-Aufzug bauen. Oder mit Kolben, so ein Aufzug. Ja, der ist ja scheiße, der ist ja langsam. Der ist voll schnell, Alter, bist du jetzt schnell oben. Das müssen wir mit Minecart-Aufzug schneller. Mit den Kolben nach oben ballern. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Ist der nicht mega teuer? Ja, der teuer ist mega teuer. Sein. Also ja, der ist mega teuer. Manchmal funktioniert er auch nicht, aber der ist schnell, ja. Ui, toll. Oder du arbeitest mit Teleport. Ja, nee, das wäre ja cheaten. Du könntest ja eine Aufzugskammer bauen und da dann ein Teleport-Ding hinter machen. Und dann baust du die exakt selbe Aufzugskammer nochmal oben, in die du dann reingedingst wirst. Reingedingst? Ja, reingetransferiert. Reingeschwängert. Was hast du jetzt gesagt? Ja, keiner angesprochen fühlen. Ja, wie rum denn? Ist ja eigentlich scheißegal, ne? Du musst ich hier aber noch irgendwo Wasser hinmachen, ne? Sonst kriegen die Pflänzchen ja Milch hin, kriegen die hier kein Wasser mehr. Das ist, dieses Wasser hier ist vier Blöcke dahin. Burakis Botaniker, er kann das. Das hier sind vier. Ich weiß gar nicht, ob die gehen durch Kies durch. Klar. Siehst du ja sonst. Ja doch, da hier, das Feld ist gerade wässrig geworden hier. Ist oh, wässrig geworden, Alter. Nass! Und feucht. Und heiß, weißt du? Ist wässrig geworden. Ist wässrig. Alter. Der Oberfarmer muss dir noch Dinge beibringen hier. Wässrig. Was für Oberfarmer, Alter. Ich bin der Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Tu was kann und der ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Der geile Günther. Der Günther, kennst du ihn? Ich habe mal für eine kurze Zeit überlegt, ob ich Musik bei mir im Hintergrund pack. Dann habe ich so an GEMA gedacht und dachte mir so, nö. Computerspielmusik kannst du locker bringen. Ja, was ist Computerspielmusik, was ist keine Computerspielmusik? Es gibt von irgendwelchen Spielen halt. Es gibt genug reale Musik, die in Trailern drin ist. Also in Computerspielen. World of Warcraft. Ich meine, wie viele Musik haben Robert und ich da schon eingeballert? Ich finde den Sturmheim-Soundtrack richtig geil. Sturmwind, meinst du? Den was? Kennst du nicht, aber der ist geil. Da. Jo, muss ich offscreen nochmal eine Menge mal Sachen machen. Ja, obwohl nein. Ja, Kies sammeln, aber ab und zu mal so stichprobenartig irgendwie so alle zwei Stunden bei meinem Minecraft rein und mir die ganzen Felder abzehren, damit ich dir mal Feuer holen kann. Das Problem ist, bei dem Server hier, wenn alle offline sind, dann bleibt das alles so wie es ist. Nee. Doch.
Felder wachsen weiter. Es bleibt alles so, wie es ist und es wird nichts verändert. Nee, es gut, soll mir auch recht sein. Ich baue sowieso eine P4-Arena weiter und dann ist... Ich wollte sagen, wir müssen uns eine Chunkloader-Mod installieren oder so. Oder ein Plugin oder so. Wenn ich Eisen in den Ofen packe, der wird nicht fertig gemacht. Wenn nee, das ist aber eine Menge Leute online immer, wenn ich mal nicht da bin. Ich bin da nie drauf. Mein Feld ist immer ausgewachsen, wenn ich wieder komme. Ich bin da nie drauf auf dem Server unter der Woche. Ja. Sonst gibt's wieder Probleme oder so. Nee, lass mal. Ich will ja kein Problemauslöser sein oder so. Den Eltern? Nicht, dass es wieder so ändert wie bei Wolf. Ja, Wolf hat ja übertrieben, ne? Eigentlich nicht. Also er hat nicht wirklich viel Scheiße gebaut. Also nachdem wir mal da gedingst haben, ne? Obwohl wir am Anfang noch gesagt hatten, wo er die ganzen 2000 Bücher her hat? Aber die hatten wir eigentlich schon, seitdem ich da bei denen eingezogen bin, hatten wir die auch schon. Ich glaube, die hatte Gondel mal mitgebracht, der hat doch 12.000 Tempel und sowas gelootet. Ja, Gondel hat er auch übertrieben. Mein Gott, es ist mir auch scheißegal, um was es eigentlich ging. Es ging mir darum, dass ich nicht vertrauen konnte. Als ich nämlich so einen Satz gelesen habe, erzähl Buraki davon nix. Da geht mir sowieso schon, klappt mir sowieso schon alles Mögliche hoch. Das habe ich nämlich gelesen. Sag aber Buraki nicht, okay. Ich weiß dann nicht mehr, zu wem er das geschrieben hat, ob das irgendwie bei zu Gondel war, glaube ich.